Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie man unter Adobe Premiere Elements animierte GIFs in Videos einblendet und deren Effekte verändert. Wir sehen hier ein Kaminfeuer, es wird gleich Rauch auftauchen. Etwa jetzt. Hier sehen wir den Rauch. Der Rauch verändert seine Position und seine Intensität. Er wird schwächer, er wird wieder etwas stärker. Und zum Ende des Videos wird er größer werden. Wie man diesen Effekt auf dieses Video anwendet, werde ich im Folgenden zeigen. Ich habe dazu bereits ein entsprechendes Projekt angelegt, dort ein Video hineingeladen. In den Beschreibungen zu diesem Video finden Sie den Link zu diesem Video, das von Pixabay stammt. Ich werde nun dieses Video einbinden. Da es sich um ein sehr kurzes Video handelt, hänge ich es zweimal hintereinander. Ich vergrößere die Ansicht. Blende die Projektelemente wieder aus und werde mir nun ein animiertes GIF heraussuchen, das von Adobe angeboten wird. Wir sehen hier, dass sehr viele verschiedene GIFs angeboten werden. Ich benötige nun ein animiertes GIF. Und zwar den Rauch. Diesen schiebe ich nun auf die Videospur 2. Etwa dahin, wo er nachher benötigt wird. Alle anderen Spuren blende ich nun aus. Gehe zu dem GIF. Wähle das Video an. Und kann nun unter bereits verwendete Werkzeuge den Bewegungs- und den Deckkraftmodus ansteuern. Indem ich an dieser Stelle auf Korrigieren klicke, erweitere ich das Menü für die Bedienung dieser Funktion und kann nun sogenannte Keyframes einfügen. Als erstes werde ich nun die Position des animierten GIFs verändern. Dazu gehe ich zum Anfang dieses GIFs, füge ein Keyframe ein unter Position. Keyframe ist hier eingefügt worden. Wähle einen weiteren Zeitpunkt an und verändere die Position des GIFs. Ich lege einen weiteren Keyframe an, verändere die Position ein weiteres Mal und schließlich ein letztes Mal. Die Keyframes sind automatisch angelegt worden, wie wir hier sehen. Adobe Premiere Elements wird nun die Position linear verändern. Möchte ich einen eher wellenartigen Übergang erzielen, so muss ich die Keyframes anwählen, rechte Maustaste. Zeitliche Interpolation und wähle hier einen anderen Effekt, sodass die Übergänge etwas weicher sind. Um das Ganze auszuprobieren, fahre ich jetzt schon einmal da durch. Wir sehen, hier taucht der Qualm auf und bewegt sich über das zugrunde gelegte Video. Ich werde nun weitere Effekte anwenden, wiederum natürlich auf dieses GIF, rufe meine angewendeten Werkzeuge wieder auf, werde nun den Skalieren-Effekt anwenden. Das heißt, ich werde zum Ende des Videos den Qualm größer werden lassen. Zu Anfang soll er die ursprüngliche Größe haben, zum Ende jedoch soll er größer werden. Ich lege aber einen weiteren Keyframe an, und zwar etwa in die Mitte. Damit die Skalierung nicht so schnell anwächst. Auch hier kann ich nun schon den erzielten Effekt betrachten.
Als letztes werde ich nun zeigen, wie man die Deckkraft beeinflusst. Hier gibt es ein paar Besonderheiten, deswegen ist das sehr sehenswert. Ich lege hier wieder ein Keyframe an, zu Beginn des Videos bzw. des GIFs, wähle einen weiteren Punkt an, an dem ich die Deckkraft nun stark einschränke. Wiederum einen weiteren Keyframe. Die Deckkraft wird wieder verstärkt. Und schließlich einen letzten Keyframe mit einer schwächeren Deckkraft. In diesem Fall kann ich nun hergehen und die Deckkraft direkt an dieser Stelle beeinflussen. Und auch das Ganze zeitlich verändern. Auch hier bin ich wieder in der Lage, den sogenannten Bézier-Effekt anzuwenden, sodass die Übergänge fließender werden, wie man an diesem Kurvenverlauf leicht sieht. Der gesamte Effekt hier wieder dargestellt. Sie sehen, die Deckkraft lässt nach, wird wieder stärker und schließlich alle drei Effekte zusammen, sodass nun das GIF endgültig eingebaut ist. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.